Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Benjofi Timo. Ich möchte euch heute Crossfire China vorstellen. Und ich habe auch einen Gast dabei. Ja, mich, David. Genau, und ja, wir seht jetzt schon den Launcher. Und ja, hier zum Launcher gibt es nur zu sagen, hier ist immer so eine News-Seite vorne, da gibt es immer die neuesten Events und Patch-Infos. Und da muss man sich unten halt einloggen. Und sonst gibt es hier eigentlich nichts weiter Großes zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, klicke ich mal kurz auf den Start-Button hier. Hat sich das hier im Internet Explorer geöffnet. So. Dann müsst ihr euch hier einfach mit eurer QQ-ID und eurem Passwort einloggen. Dann kommt hier die Serverauswahl. Dort die roten Server, die sind halt also nicht stabil, also da könnt ihr nicht drauf spielen. Also ihr könnt schon drauf spielen, aber ihr werdet halt, meistens kommen halt CF-Client-Errors. Genau. Und die grünen, darauf geht's halt. Ich spiele mal auf dem ganz rechten hier, das ist der Shanghai-Server. Und dann gibt's hier auch noch so VIP-Server, das ist der zweite Abschnitt hier unten. Das sind die für die VIPs. Dann wähle ich auf den Server hier aus und dann könnt ihr hier oben joinen. Und dann würde ich sagen, Leute, kommen wir jetzt gleich zu Fraps. Bis gleich. Stopp. So, Leute, wir sind jetzt wieder in-game. Hier ist sozusagen so eine Zweit-Server. Also halt noch mehr Server, wo wir reingehen können. Da gibt es hier noch unten nochmal zwei Button. Der blaue, der ist halt Refresh, also halt den Status hier aktualisieren. Das heißt, grün ist halt, da ist genug Platz. Orange ist halt sozusagen ausgelassen, sind halt relativ viele Spieler da. Und rot ist halt voll. Ja, und der orangen ist halt zum Beitritt. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen hier klicke und auf den orangen klicke, dann trete ich dem Server bei. Ja, jetzt sind wir hier halt in einem Server, da gibt es wieder verschiedene Channels. Ich gehe auch mal an den hier rein, ist zwar leer, aber okay. Ich will es auch nur vorstellen. Das ist halt fast wie bei uns, nur dass es da noch so eine Zweit-Server gibt, die gibt es bei uns nicht. Fangen wir ganz hier unten links an. Hier gibt es halt einmal die Lobbyliste. Hier sind alle Spieler aufgelistet, die in der Lobby sind. Dann gibt es halt daneben die Freundesliste, die Clanliste und halt die geblockten Personen. Hierüber gibt es halt Map-Informationen, wenn wir hier so auf einen Raum raufgehen. Hier ist gerade kein Raum offen, deshalb kommen auch keine Informationen, aber das kennen wir ja. Und dann können wir hier noch unsere Informationen abrufen. Hier oben halt der Name mit dem Level. Hier haben der Clan-Name, da steht jetzt nichts, weil ich in keinem Clan bin. Dann kommen hier, kommt hier die KD, Win und Lose. Hier jetzt Fragezeichen, was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Ruf. Ja, das müsste der Ruf yep. sein. Und dann GP und CF Points. Also das sind dann GP und ZP, CF Points und ZP. Ja, dann hier unten ganz links noch so ein Button für die Daily Mission. Dort gibt es halt einmal drei Daily Missions. Wir kriegen dann halt 200 GP für die. Die VIPs bekommen noch immer irgendwie verschiedene Waffen. Ja, sowas wie letztes Mal gab es Machete oder alles für 7 Tage. Okay. Ja, und dann gibt es halt noch Monthly Records. Dort gibt es hier halt jetzt nach 5 Tagen ist in diesem Monat EXP ab, dann nach 10 die RPK, 15 die AWM Karma und 20 die M41S Crystal, die heißt hier M41A. Also alle für 7 Tage. Dann danach gibt es auch ein Dogtag hier und dort bekommen wir, wenn wir das voll haben, die AK Gold für 7 Tage. So, dann und jetzt kommt das Badge, hier können wir halt immer wieder Badges machen, doch wir kriegen für die einzelnen Badges kriegen wir keine Belohnungen, sag ich mal. Aber wenn wir alle Badges voll haben, also alle Elite-Badges hier, dann werden wir VIP. Zu VIP kommen wir später nochmal. Dann hier ganz rechts kommen die Zombie-Boss-Rewards. Es gibt 3 verschiedene Bosse hier, statt 2. Einmal den Goliath auf Unearth, noch so einer anderen Map, weißt du, wie die heißt? Das ist Inviolate Factory 2, glaube ich. Ja. Okay. Ja, dann den Nightmare, den finden wir auf Biohazard. Und dann noch den Crisis, den finden wir in Crisis City. Das ist eine ziemlich bekannte Map. Mache ich euch nochmal ein Gameplay zu, später. Ja, dann gibt es halt noch so einen lilanen Button. Da kommt halt öffentlich eine Seite mit Events und Informationen und so weiter. Dann dieser orangene Button, das steht hier fürs Trainingscamp. Da gibt es noch so einen blauen, das ist halt, wenn wir einen Raum erstellen wollen. Hier oben ist dann halt Zombie-Mode. In der Mitte ist dann Regular-Match und ganz unten ist dann Mutation-Mode. Hier gibt es noch einen Quick-Join, wir können so einen Quick-Join setzen. Da, also Quick-Join erstellen, dann gibt es bei uns ja auch. Da gibt es noch so einen gelben Button hier, da wissen wir nicht, was der bedeutet und der hat doch irgendwie keinen Sinn mehr. Ja, weil der ist einfach nur reingehen, also ja. Join. Achso, wir klicken halt einen Raum an, dann klicken wir drauf und dann gehen wir halt rein, dann machen wir einfach mit Doppelklick drauf. Ja, dann zu guter Letzt, also nicht so jetzt, wir kommen bis zum nächsten Punkt, das ist der Black Market. Der ist hier ein wenig anders aufgebaut, wie ihr seht.
Der ist halt wie beim unserem alten CF, also halt wie als es noch unter Super Games war. Dort kaufen wir uns halt, drücken wir hier auf den blauen Knopf, da können wir uns dann hier die Crates kaufen. Und dann läuft immer so ein Dings durch, ne? Und dann können wir stoppen und dann gucken wir, was wir gewinnen. Ja, und dann gibt's halt auch verschiedene Crates. Halt hier sind immer alle Gewinne. Dann gibt's auch noch GP-Crates, die kann man aber erst ab dem Level Sergeant öffnen, vorher noch nicht. Ja, ich bin noch nicht ganz Sergeant und ja. Und hier kann man halt die Crates nochmal alle sehen, die man hat. Und hier dann die Coupons, und für Coupons bekommt man hier entweder für 10 Coupons bekommt man hier den Expanded Grenade Slot permanent. Dann für 15 eine Jacket, also Bulletproof. Bei 20 bekommen wir dann EXP ab. Bei 30 die XM8 Advanced, bei 50 die AK Scope, bei 70 die Desert Eagle Gold, bei 80 die AK Gold und bei 100 die M41 Gold Tiger oder Golden Stripes. Und ja, alles permanent. Zum Storage kommen wir jetzt. Dort ist halt hier einfach der Storage. Halt, da sind alle Waffen, die wir besitzen. Mehr ist hier halt nicht zu sehen. Man kann sich hier... Ja? Ja, sag doch einfach. Ja, am Anfang gibt es eigentlich nur die M16 und die USP und die Glock und eine Granate. Ja, und eine Granate. Das sind halt die hier. Also da, da und da. Ich habe hier noch, ich hab noch zusätzlich die Smoke. Die M41, die AWM, die MP5, AK-74 und die M700. Da steht Free unter, das heißt, man bekommt hier bei jedem Big Level Up eine GP-Waffe geschenkt. Und ja, ich bekomme jetzt beim nächsten Big Level Up hier nochmal eine, wie ihr seht, und dann fangen die klein an. Ja, dann gibt es hier als nächstes jetzt noch, man hat übrigens auch von Anfang an hier permanente Spray-Logos. Nämlich einmal das halt. So, dann gibt es anschließend noch so eine Giftbox in Crossfire China. Dort kann man halt Waffen an Freunde verschenken. Das sollte bei uns eigentlich auch noch irgendwann mal kommen, hoffe ich. Wenn man halt hier Waffen verschenken, auch bei uns verschenken kann. Hier, im nächsten können wir uns halt ein eigenes Spray-Logo erstellen. Hier den Hintergrund und dann den Text, der da drauf soll, mit Schriftfarbe. Also ein eigenes Spray-Logo erstellen, ist ganz nett. Dann zum Item-Shop nun. Da kann man sich halt hier temporär Waffen für ZP, also CF-Points kaufen. Da gibt es halt so Sachen, die es bei uns noch nicht gibt, wie zum Beispiel die Machete, die AOG A3, M41 Digital Camo, die L85A1, das ist Dual Desert Eagle Valentine, AK-47 Knife Advanced im Item Shop. Dann halt hier Spray-Logos und Name-Cards und so weiter. Hier ist der nächste Button. Kann ja auch noch auf GP umstellen, da kommt der GP-Item-Shop hier. Da. Und da gibt es dann halt auch so fast alle Waffen wie bei uns, außer zwei, die sind hier anders, die gibt es bei uns nicht. Einmal die M700 im Item-Shop. Dann halt noch die MP5KA4, die gibt es bei uns nicht. Und die AN94, also auch ganz nette Waffen. Ja. Geh dann mal da auf ZP, also CF Points, da gibt es auch sehr viele Waffen, die wir als Black Market Crate haben. Mhm. Zum Beispiel die AK Scope, die Galil Arm, M16 Silence gibt es hier übrigens und M16A4. Da gibt es noch die M16A2 hier auch im Item Shop, statt bei uns für BPs, M14 EBR, dann die RX4 Storm gibt es hier auch im Item Shop, statt für Coupons, AOG A1 Camo, M41 Elite. Ja, DSR Camo und ja, Winchester. Die TRG 21, auch eine ziemlich coole Sniper, habe ich schon auf YouTube gesehen. VSK 94, FRF2, MSG 90, SL8. Dann ja, Minimi, MG3, die Ultimax, die gibt es auch seit kurzem in Europe. Gatling Gun, MK5, das ist die Chris. In Tiger und in Silver. Da gibt es noch eine MP7S, das mit Schalldämpfer und in so einem Camo-Design. Dann gibt es noch die Remington Item Shop, die Beretta M93R, das ist so eine Pistole, glaube ich, oder ist das ein Submachine Gun, weißt du nicht? Die ist eine Pistole, die ist aber vollautomatisch. Die schießt so schnell wie eine Submachine Gun. Oha. Ja, das ist schon cool. Dann die Roger Beasley gibt es hier noch, M66 im Item Shop. Keres, also Chris im X-Miss-Shop. Quatsch, Item-Shop. Und die Combat-Axe, die gibt's bei uns auch. Ja, dann für GP nochmal zurückgehen.
Da gibt es halt noch die QWZ95, die sind nur für VIPs zugelassen, weil die auch hier eine Burst-Funktion hat, die normale. Dann hier gehen wir auf alles. Und dann zum nächsten Charakter, da gibt es halt hier auch alle wie bei uns. Plus halt die, also plus halt, dass die Star hier nur temporär ist und nicht permanent. Dann gibt es noch die Fox, die ist ja aber auch nicht permanent, und dann den chinesischen GSG 9. Der sieht halt so aus hier. Also eigentlich ganz nett. Ja, dann gibt es halt hier noch ziemlich coole Sachen wie diesen Tortenhut da. Happy Birthday. Da halt richtig coole Sachen. Chucky, die Mörderpuppe als Kopf, also als so ein Hut, sieht richtig geil aus. Und halt noch alle möglichen Sachen, also richtig viele, viel mehr als bei uns. Dann bei den Items haben wir halt alle möglichen Namecards und Spray-Logos, extra Magazine, Bulletproof, ein Megafon, wenn wir darin schreiben, sieht der ganze Channel. Gut für Werbung. Dann gibt es noch extra VIP-Items, halt einmal, dass wir farbig schreiben können, können halt nur VIPs kaufen, dass wir einen farbigen Namen haben und halt zwei ganz besondere Namecards. Dann gibt es halt noch XP ab, halt ziemlich nette Spray-Logos und so weiter. Halt hier noch Back 5, 3 und 4 und halt XP ab. 20% und 50% und pinkes Feuer ist hier noch zusätzlich dort. Halt ein ganzer Haufen Spray-Logos. Da kommen wir halt nachher noch hier die. Das ist ja geil, da wo der Mann, der da so pinkelt. Dann hier eine Mutation Jacket. Ja, und halt so ein hier Zombie-Mode, Mutation Mode Magazine. Und dann halt hier alle möglichen Mutanten, dann halt noch hier Revive Tokens und Hypomets, Large Hypomets, ja. Hier gibt es dann nochmal so besondere Waffen für High Ranks, beispielsweise die M41S Crystal, M41 Bronze, der Desert Eagle Silver. Ja. Obwohl die so Silber ist. Ja, genau. Dann das Dual Barrel, Silver, Gold und Crystal. Was soll das Gold sein? Ich denke schon, oder? Ja. Also eigentlich Bronze. Achso, Bronze, okay. Hatte die entsprechende Granate, eine Silver Grenade, eine Crystal Grenade und eine Bronze Grenade. Und ja, das ist der Item Shop. Also mehr geht halt nicht im Item Shop. Dann gehen wir jetzt nochmal am besten in den Zombie-Mode-Raum rein, damit ich euch nochmal die Rewards zeigen kann, die es dort gibt. Ich hoffe, hier ist gerade einer auf. Übrigens gibt es noch solche VIP-Räume, sind hier so mit so VIP gekennzeichnet. Dort sollen halt nur VIPs sein, als wir normale User noch nichts suchen. Ja, wie man VIP wird, halt entweder wenn man Major-Level kommt, oder halt wenn man alle Badges hat, oder man kann sich VIP auch auf der Homepage kaufen. Dazu dann vielleicht später mehr, vielleicht mache ich da mal ein Video, aber ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ich hoffe, ich finde jetzt mal so einen Raum. Oder war voll, der Channel. Oder machen einen eigenen Raum. Ja. Stimmt, da hätte ich ja früher drauf kommen müssen. Hier ist er doch, da ist einer, der ist aber nicht für uns nicht zugänglich. Da ist einer. Da, ich will jetzt aber nicht mitspielen. Hier, da kann man sich die Rewards angucken. Da gibt es halt einmal ein Crystal Crater. Dort haben wir die FNF 2000 Infection, M249 Minimi Gold, MG3 Silver, Dual Desert Eagle Infection, M1216, eine Shotgun, Scarlight für 7 Tage, also alle für 7 Tage, AWM Advanced, Thompson, MSG 90, also eine FC-Grenade hier in einem anderen Design und halt Hypomets. Dann RPK Gold, FNF 2000, M1216, Dual Desert Eagle, M37 Stakeout, M41 Tiger, M12S, Chris oder Keres, MP7 Advanced und Mutation Jacket plus Hypomets. Im Silver Crate haben wir extra Magazine, Flash Guard, Mutation Grenade, Police, Schlagstockter, Police Baiten heißt er hier. Dann lilanes Feuer oder pinkes, kann ich nicht genau erkennen, welches der beiden das ist. Mikrogallige Scope, Dual Desert, Dual Colds, Large Hypomet und normales Hypomet. Dann im Bronze haben wir halt ganz viele Spray-Logos. Plus Chris oder Keres und halt, ja, lilanes oder pinkes Feuer plus Hypomet. Das sind die Rewards hier, also ganz, also sehr viel besser als bei uns. Und ja, dann würde ich sagen, war's das auch, Leute. Ich wünsche euch dann auch viel Spaß, falls ihr dann auch einen Account habt, beziehungsweise an unserem Gewinnspiel teilnehmt, wo ihr einen Account gewinnen könnt. Hier müsst ihr jetzt so ein Callout aufpoppen, wenn ihr darauf klickt, da kommt ihr zu unserem Gewinnspiel und könnt einfach teilnehmen. Am besten schaut euch das Video zu dem entsprechenden Gewinnspiel auch nochmal komplett an, um halt zu wissen, wie ihr teilnimmt. Na ja, Leute, dann verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust auf Crossfire China bekommen. Macht bei meinem Gewinnspiel teil. Also mit.
Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.